Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich einige Tipps, wie ihr eure Bilder zu etwas noch besserem machen könnt. Das heißt, Anfängerbilder zu Profibilder. Der erste wichtige Punkt ist, dass ihr euch überlegen solltet, welchen Flow das Bild haben soll. Das heißt, wie das Bild wahrgenommen wird, ob es eher von oben nach unten verlaufen soll, ob es eher zum Beispiel linkslastig ist, zentriert. In anderen Worten, wie das Bild aufgebaut ist, wo die Hauptspannungspunkte im Bild sein sollen, und anhand dessen baut ihr dann quasi rundherum die verschiedenen Elemente eures Bildes auf. Ich starte jetzt mal mit der Grundierung dieses Bildes, bringe die ersten Farben rein und dann erkläre ich euch den nächsten Tipp. Der nächste sehr entscheidende Punkt ist die Farbwahl, denn gerade mit der Farbe ist es möglich, Kontrast zu erzeugen, eben Tiefe, dass Gegenstände näher wirken bzw. entfernter zu sein scheinen, und gerade durch diese Punkte wird eben die Spannung vom ersten Punkt noch verstärkt dargestellt. Das heißt, die Dynamik, die erzeugt wird, kann durch den Kontrast zum Beispiel noch schneller dargestellt werden oder noch stärker in eine Richtung gedrängt werden, und dabei ist es immer wichtig, auch auf die Harmonie der zusammenspielenden Farben zu achten. Ob man zum Beispiel sehr konträre Farben aneinander prallen lässt oder ob sanfte, leichte Übergänge erwünscht werden. Das kann zum Beispiel dann ruhiger wirken. Wenn man zwei sehr konträre Farben aneinander prallen lässt, ist das sehr bewegend und unruhig wirkend. Je nachdem, welche Intention ihr eben habt, wie das Bild auf einen wirken soll, könnt ihr mit der Farbgebung das schon in eine gewisse Richtung lenken. Jetzt geht es weiter, dass wir noch mehr Spannung in das Bild bringen. Und dieser Punkt macht den größten Unterschied, und hier könnt ihr am meisten raus. Wie könnt ihr Spannung im Bild erzeugen? Das ist ganz einfach. Stellt euch vor, die Hauptfigur oder das, was eben darstellt im Bild, verläuft so. Das heißt, das Auge sieht sich jetzt von oben nach unten ganz normal an. Um das jetzt etwas interessanter gestalten zu können, müsst ihr zum Beispiel einen Gegenstand ganz quer dazu verlaufen lassen. Ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen, ein Schwertkämpfer. Er hält das Schwert oben, der Körper, alles verläuft ungefähr in einer ähnlichen Diagonale. Um in dieses Szenario Spannung reinbringen zu können, ist es zum Beispiel möglich, einen Speerkämpfer von unten hoch verlaufen zu lassen. Dadurch ist es nicht nur monoton eine gleichförmige Bewegung, sondern ein spannender Punkt im Bild, der aus der Norm springt und dadurch das Ganze etwas lebendiger werden lässt. So kann man es auch gut sagen, ihr müsst etwas Lebendiges reinbekommen. Ihr müsst die Beziehungen zueinander spielen lassen, nicht alles monoton gleichmäßig verlaufen lassen. Das wirkt öde, langweilig, bringt Gegensätze rein. So könnt ihr eben das Ganze viel interessanter wirken lassen. Das versuche ich jetzt gleich mal im Bild, was wir gerade malen, umzusetzen, und dann sage ich euch den nächsten Punkt.
eurem Kopf ab. Denn es ist extrem wichtig, mutig zu sein. Glaubt an euch selbst und wenn ihr denkt, das Bild ist fertig, habt den Mut und probiert etwas aus. Gerade diese Dinge sind oft das Entscheidende. Also, probiert es aus. Es wird vielleicht nicht jedes Mal gleich hinhauen, aber gebt nicht auf, sondern vertraut euch und ihr werdet aus euren Fehlern lernen. Am Schluss werdet ihr auf jeden Fall Erfolg damit haben. Und das war's auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Bevor ich euch aber das Endresultat zeige, bitte ich euch, abonniert den Kanal, liked das Video, wenn die Tipps hilfreich waren, helft mir den Kanal wachsen zu lassen. Hier ist das Endresultat. Viel Spaß! Like das Video, wenn die Tipps hilfreich waren.